No gunshots, but they getting low, 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 getting low. Wie macht der Flamingo? So Mädels, kurzes Update. Wie fühle ich mich? Scheiße. Nein, es geht eigentlich. Ich habe ein klein bisschen Muskelkater in den Oberschenkeln. In den Unterschenkeln tut mir komischerweise nie was weh, wenn ich laufen gehe oder mich irgendwie beinmäßig anstrenge. Heute war ich schon eine Stunde trainieren. Ich habe Armtraining gemacht. Oberarm, Bizeps, Trizeps, Deltamuskel, Trapezmuskel. Und schau dich dieses geile Tor an. Hammer, oder? Ich habe doch ein bisschen was drauf. Jedenfalls heute Oberarmtraining. Unterarme, weiß ich nicht. Ich habe ziemlich gute Unterarme, weil ich eine Zeit lang regelmäßig klettern war. Und da braucht man eigentlich nur die Unterarmmuskeln. Und wenn man wirklich, wenn ihr das mal gemacht habt, wenn ihr klettern gewesen seid, dann würdet ihr auch merken, die Unterarme tun höllisch weh, wenn man damit anfängt. Gerade wenn man bouldern geht am Anfang auch noch. Also nur jetzt ohne Sicherung, sondern nur ein bisschen unten hin und her klettert. Das geht enorm auf die Unterarme, weil man natürlich immer die Finger anspannt. Und dadurch spannen sich die ganzen Untermuskeln. Das geht alles Hand in Hand mit. Ihr könnt mal ausprobieren. Haltet die Hand zu den Unterarmen hin, dann macht ihr einfach die Finger auf und zu einer Faust und auf und zu einer Faust. Merkt ihr schon, alles wird angespannt. Und da trainiert man ziemlich gut die Unterarme. Das heißt, Unterarme habe ich eigentlich gar nicht so schlechte. Die schauen eigentlich ziemlich gut aus. Und klar, die trainiert man dann auch mit, wenn man Oberarmtraining macht. Also ich habe jetzt nicht besonders Wert darauf gelegt, dass ich extra absichtlich nur Unterarmtraining mache. Sondern ich habe einfach so ein bisschen alles durchgemacht. Viele Bizeps-Curls, ein paar Trizeps-Übungen auf dem Bett. Ihr kennt die bestimmte, wenn man sich auf den Rücken legt und da die Arme so anwinkelt. Und dann immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und Liegestütz natürlich in allen möglichen Positionen und Varianten, diese ganz normalen. Dann, wenn man die Ellenbogen ganz eng anliegt, dass man schön auf den Trizeps geht. Dann die Diamond Push-Ups, wenn man die Hände im Prinzip zu so einem Diamanten faltet. Dann die Elephant Push-Ups, wenn man die Hände ganz nach außen tut. Und lauter so Zeugs, man kann sie auch ganz nach oben tun. Ziemlich geile Sachen, da trainiert man auch ein bisschen Bauchmuskeln und Rumpfmuskeltraining mit. Und ja, hat mir ziemlich gut gefallen. Ich war gerade duschen und jetzt hier sitze ich hier vor euch und nehme Video auf. Was habe ich gestern noch so gemacht? Ich wollte euch noch erzählen, dass ich gestern Abend Fisch gegessen habe. Das war eigentlich ziemlich gut. Ich habe mir beim Hofer so, also beim Aldi für die, die aus Deutschland kommen. Ich bin ja Österreicher. beim Hofer so eine Fischpackung gekauft, hier von Iglo, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was genau. Jedenfalls mit so Tomate und Mozzarella-Auflage obendrauf. Ist jetzt nicht so gesund, ganz klare Sache, weil haufenweise Fett und Panade und alles mögliche. Paniert war er nicht, aber oben trotzdem ein bisschen Fett und Zeugs ist trotzdem drin. Das heißt, am besten, wenn man wirklich Fisch essen will, einfach so das Filet kaufen und dann anbraten, ohne mögliche, weiß ich nicht, Panier obendrauf. Fischsticks zum Beispiel sind ja total ungesund, wenn man jetzt sagt, ich habe Fisch gegessen und bin ganz stolz drauf, weil ich irgendwas Gutes getan habe für meinen Körper, weil der Fisch wirklich gut ist. Und man sagt dann, man hat Fischstäbchen gegessen, ist das nicht so jetzt besonders die, aber bitte. Da gibt es auch Meinungen, die dann auseinandergehen. Und im Prinzip ist es völlig egal, ich habe mich ganz gesund ernährt. Ich habe nicht zu viel gegessen, ich habe keine Nachspeise gegessen. Eigentlich wollten wir noch hier Nougatknödel machen, so Teigknödel mit Nougat gefüllt. Und da habe ich dann aber dankend drauf verzichtet, weil ich doch ziemlich voll war. Ich habe ziemlich gut gegessen und es waren insgesamt 400 Gramm Fisch. Also das ist gar nicht so schlecht für mich. Und ja, das war es ansonsten von meiner Seite. Heute werde ich noch den Restpüree aufessen. Und wir haben den noch über. Ein bisschen Brot dazu, ein bisschen Paprika. Vielleicht habe ich sogar ein bisschen Obst da, aber das wage ich zu bezweifeln. Und da habe ich mich eigentlich schon wieder ganz günstig ernährt für heute, wa? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, schreibt Fragen in die Kommentare, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr so heute getrieben habt, sportmäßig. Ich bedanke mich ganz herzlich für die ganzen Kommentare, die ich gestern bekommen habe. Habe mich riesig darüber gefreut und werde ihr natürlich auch heute noch beantworten. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, wenn es euch wirklich gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Sporteln heute, macht's gut und bis bald. Ciao!